Bluthochdruck ist für Kinder auch gefährlich. Typischerweise denkt man nur bei Erwachsenen an Bluthochdruck, doch bei Kindern kann dieser unbemerkt zu den gleichen großen Problemen führen wie bei Erwachsenen. Worauf Sie als Eltern dabei achten sollten, erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und teile gerne meine Erfahrungen mit Ihnen, nicht nur über den Bluthochdruck. Sie finden auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de meine über 200 Videos zu wichtigen Krankheiten und Problemen bei Kindern. Erwachsene mit Bluthochdruck wissen, dass sie Medikamente einnehmen müssen, damit sie nicht Probleme wie Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen. Auch bei Kindern und Jugendlichen können lebensbedrohliche Probleme entstehen, wenn der Bluthochdruck nicht erkannt wird und über lange Zeit bestehen bleibt. Und hoher Blutdruck tut nicht weh, fällt also nicht leicht auf. Deshalb ist es wichtig, Bluthochdruck frühzeitig zu erkennen. Wenn Sie meine Art der Aufklärung gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. In einer Familie, bei der ein Elternteil Bluthochdruck hat, muss man jedenfalls immer damit rechnen, dass auch die Kinder einen Bluthochdruck entwickeln können. Auch gibt es angeborene Herzfehler, die in den ersten Lebensjahren unentdeckt bleiben können und erst später zu erhöhtem Blutdruck führen. Selten auch eine Schilddrüsenüberfunktion, aber der häufigste Auslöser von Bluthochdruck im Kindes- und Jugendalter ist vor allem ein Lebensstil mit wenig Bewegung, Stress, ungesundem Essen und daraus entstehend allem voran und ganz besonders das Übergewicht. Es ist also grundsätzlich empfehlenswert, den Blutdruck eines jeden Kindes spätestens ab 4 Jahren wenigstens einmal im Jahr zu messen. In der Regel wird das ja auch bei den Vorsorgeuntersuchungen routinemäßig gemacht. Wenn Ihr Kind aber zu einer der beiden Hauptrisikogruppen gehört, zum einen wegen Bluthochdruck bei den Eltern und zum anderen deutlich häufiger wegen Übergewicht, sollten Sie besonders darauf achten, regelmäßig den Blutdruck Ihres Kindes bei Ihrem Kinderarzt kontrollieren zu lassen. Fragen Sie am besten bei den Vorsorgeuntersuchungen direkt danach, ob der Blutdruck Ihres Kindes normal ist. Und außerdem sind zum Beispiel Routine-Impftermine eine gute Gelegenheit, dabei auch den Blutdruck zu messen. Vor allem, wenn, wie gesagt, Risikofaktoren wie familiäre Belastung und Übergewicht bestehen. Beim Bluthochdruck kommt es hauptsächlich darauf an, dass er erkannt wird, denn nur dann kann er auch behandelt werden. Natürlich ist die Tatsache, dass das Übergewicht unter Kindern und Jugendlichen stetig zunimmt und damit eben auch die Zahl der Bluthochdruckkranken ein Grund, sich ernsthaft mit dem Thema Übergewicht auseinanderzusetzen. Und freilich wäre es viel besser, den Lebensstil zu verändern und das Übergewicht in den Griff zu bekommen, bevor es zu gefährlichem Bluthochdruck kommt. Das ist allerdings, wie ich aus langjähriger Erfahrung weiß, leichter gesagt als getan. Und dennoch habe ich immer wieder auch erfahren dürfen, dass es Kinder und Jugendliche geschafft haben, ihr Gewicht in den Normalbereich gesenkt zu bekommen. 2 Punkte sind dabei wichtig. Die Einsicht, wie sinnvoll und notwendig das für die Gesundheit ist, und das Wissen um die Entstehung von Übergewicht. Zu diesem Thema finden Sie ein Video aus dem Jahr 2013 von mir in der Videobeschreibung, das ich Ihnen empfehle. Ich bin zwar zwischenzeitlich älter geworden, meine Aussagen sind aber immer noch aktuell geblieben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, erzählen Sie davon und abonnieren Sie den Kanal, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen.